Kita Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik. Blau, blau, blau. Ja, blau ist nicht nur eine Farbe, sondern blau ist sozusagen auch das Kennzeichen der Papiermülltonne. Und um die, oder genauer gesagt um das Thema Nachhaltigkeit und vor allem, wie kann man Nachhaltigkeit schon Krippenkindern nahebringen, darüber sprechen wir heute hier im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt, schön, dass Sie dabei sind. Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik. Bildung für nachhaltige Entwicklung mit Kindern im Krippenalter, das ist heute unser Thema hier im Kita-Radio. Ich bin in der Caritas Kinderkrippe im Dritten Orden. Hallo, ich bin die Citra Karafan-Mesanzua. Ich bin eine Praktikantin aus der Blaue Gruppe, Kinderkrippe im Dritten Orden. Ich mache jetzt die Ausbildung zur Erzieherin. Ich bin dann jetzt im zweiten Jahr. Wie sind Sie auf dieses Projekt gekommen, Bildung für nachhaltige Entwicklung, und das schon mit Krippenkindern, mit Zweijährigen, Dreijährigen? Also ich finde ja immer, dass Umwelterziehung ist ja immer wichtig in der pädagogischen Arbeit, weil die Kinder begegnen sich mit dem Thema im Alltag. Es soll dann die Kinder so gefördert und geklärt, was passiert in unserer Umwelt, was ist eigentlich Umwelt. Carla Turco-Hack ist die Anleiterin. Sie waren auch gleich mit dabei bei dem Thema. Ja, habe ich mir sehr gefreut, wo Sissi kam mit so ein Thema für ihre Facharbeit, und ich glaube auch kulturell trifft auch sehr zu, und wir passen schon auf, dass keine Verschwendung bei uns ist, auch bei Materialien oder insgesamt, und die Sissi kriegt Zeit und Möglichkeit, auch dieses Thema mit Kindern zu entwickeln. Und wir haben wirklich wunderbare Ergebnisse bekommen. Wie sind Sie dann eingestiegen, Sissi? Also ich habe einfach das Thema mit dem Kindern so besprochen. Wir haben ein Kinderbuch über die Umwelt. Dann haben wir die Bücher angeschaut, die Bilder, was alles im Umwelt gibt, also Müll zum Beispiel, die Natur, wie wachsen die Pflanzen. Und dann habe ich ja gefragt, die Kinder, ob die dann Lust oder Interesse, etwas daraus zu basteln, also unsere eigene Mülltonne zum Beispiel, und auch bienenfreundlich Blumen auszusehen. Und dann waren die voll dabei und dann haben wir so angefangen. Also das Thema Müll ist ein Thema, das haben Sie gerade schon gesagt. Sie haben erstmal dann Müll mit den Kindern gesammelt. Ja, also wir haben in der Einrichtung Müll eingesammelt. Wir haben ja auch die Eltern gefragt, dass die auch von zu Hause Müll mitnehmen in der Einrichtung, damit wir mit den Kindern so die Müll trennen zu lernen. Was kommt in der Schwarz zum Beispiel, was kommt in der Blaue, was kommt in der Biomülltonne. Auch beim Essen nach dem Frühstück haben wir am Tisch viel Müll. Da sehen die Kinder ja auch schon, woher kommt jetzt diese Müll und wohin geht jetzt nach dem Frühstück jetzt. Und das schaffen schon Zweijährige, Dreijährige? Ja, also so ganz ja nicht, aber die wissen schon ganz genau. Und einmal war ich ja auch so überrascht, weil beim Buchbetrachtung hat ein Kind ganz genau gewusst, welche Mülltonne kommt in welchen Tag. Also ganz genau so. Freitag kommt ja bei uns immer die blaue Mülltonne, das ist ja das Papiermülltonne. Und dann haben Sie den Müll eben in die verschiedenen Tonnen. Haben Sie sonst noch was damit gemacht? Haben wir dann sortiert. Und genau, dann haben wir aus Karton Mülltonne gebastelt und dann die verschiedenen Müll, die wir getrennt haben, haben wir sozusagen einfach auf die Mülltonne geklebt, weil eine visuelle Wahrnehmung ist ja auch sehr wichtig für die Kleinkinder. Damit können sie dann gut orientieren, welcher Müll kommt in dieser Tonne. Ah ja, das sehen wir hier jetzt. Das ist eine blaue Tonne, da kommt Papier rein. Das haben Sie auch schön, wie Sie sagten, visualisiert, ein Eierkarton, eine Klopapierrolle, und da werfen Sie das dann immer rein. Genau, ja, wir begleiten ja auch die kleinen Kinder jeden Tag dazu. Eine kleine Mülltonne. Wir tun das da rein in eine Mülltonne, weil das in die Meer muss.
eine blaue Tanne. Nur Papier. Und dann ging es ja noch weiter. Genau, und dann haben wir ja auch die schwarze Mülltonne, die steht jetzt in der Puppenecke, weil da typischerweise benutzen wir immer die Taschentücher und dass wir dann die Taschentücher nicht in die blaue Mülltonne hinwerfen, sondern in der schwarze Mülltonne. Und die Kinder lernen da auch nebenbei gleich noch sortieren und macht ihnen viel Spaß. Genau, ganz genau, ja. Da kamen ja auch manchmal beim Freispielzeit, die spielen so Müllmann. Also die streiten sich schon, ich bin heute den Müllmann und du darfst ja auch mitfahren und haben dann mit dem Karton so hin und her gefahren. Frau Turko-Hack, waren Sie erstaunt, wie viel die Kleinen da schon schaffen und ja auch natürlich, was sie für einen Spaß dran haben, gell? Ja, natürlich. Wir sind immer so überrascht, positiv überrascht, wie viele die Kinder wissen schon und wie viele mitbekommen und auch so weiterdenken. Und dann auch, wenn wir basteln, die sammeln immer die Schnipsel vom Boden und die schmeißen wirklich diese kleine Stück Papier in der blaue Mülltonne. Kommt jetzt kein Papier mehr in die andere Tonne. Ja, wir sind wirklich positiv überrascht und die Begeisterung auch, was die Kinder haben. Das sind wirklich unsere Zukunft. Und dann haben Sie gesagt, Blühwiese. Ja, zum Vater-Mutter-Tag haben wir jetzt bienenfreundliche Blumen ausgesät. Da haben wir ja auch passende Bücher dazu. Da haben wir als einstig immer so Buch angeschaut, damit die Kinder wissen, wie Sonnenblumen oder was für Blumen wachsen. Und dann haben wir angefangen, die Blumen auszusehen. Erstmal die Erde rein in die Pappe rein und dann die Samen. Und dann haben die jeden Tag so zwischendrin immer gegossen. Da lernen die ja auch so Verantwortung zu nehmen und haben ja auch gesehen, wie entwickelt sich die Pflanzen. Wie sieht's jetzt mittlerweile aus? Das hat sehr gut gepasst. Die hatten ja auch sehr viel Spaß daran. Und zum Vater-Mutter-Tag haben wir jetzt mitgegeben, weil die ja schon groß gewachsen, damit die Eltern ja auch zu Hause so weiter zu pflegen. Und kam gut an, oder? Genau, ja, sehr gut. Warum ist Ihnen das auch so wichtig, Ihre Facharbeit auch über ein Nachhaltigkeitsthema zu machen? Ja, ich lege mir schon im Herz dieses Thema, weil ich komme ja auch aus dem Land, also aus Madagaskar, wo zum Beispiel gar nicht das Müll nicht trennen. Ich habe das nur hier erfahren. Ich habe dann gemerkt, das hat mich so viel verpasst. Ich will ja viel lernen. Das finde ich dann schade, dass man sowas verpasst, was genau wichtig für die Welt ist. Also Sie haben das wirklich erst hier in Deutschland kennengelernt? Genau, ja. Bin jetzt seit 5 Jahren genau in München. Fragen die Kinder dann auch, wie das in ihrer Heimat ist? Ja, manchmal. Also die interessieren sich mehr über die Tiere, ja. Demzufolge ist dann das Thema Umweltverschmutzung ein ganz, ganz großes in ihrer Heimat. Ja, das ist ja auch ein großes Thema. Mit Meerverschmutzung zum Beispiel, auch Müll auf der Straße und so weiter. Das ist ja ganz schlimm. Da muss ja was gemacht werden. Und beim Thema Verschmutzung, da wissen auch schon die 2-3-Jährigen Bescheid. Weil dann, wenn man das ins Wasser schmeißt, dann ist das Wasserverschmutzung. Das ist gefährlich. In der Krippe machen alle Kinder gleich mit oder merken sie einen Unterschied? Je nach Laune und je nach Lust. Aber wir haben jetzt bisher 4 Projekte gemacht und die haben toll mitgemacht. Also die größeren Kinder, die ich mich dann ausgewählt habe. Ja, und wir haben natürlich auch Eltern gefragt. Papa Matthias freut sich über das Nachhaltigkeitsprojekt in der Krippe seiner Tochter. Ich finde es sehr schön und auch sehr wichtig, dass jetzt schon in der Krippe die Kinder mit so einem Umweltprojekt rangeführt werden an eine Idee, dass man eben Sachen nicht einfach immer nur wegwerfen kann und es eben immer nur in eine Richtung geht, also einmal kaufen und dann auch wieder weg, sondern dass man eben versucht, die Wertstoffe, die man eben so auf der Erde findet, eben wieder zu verwenden und eben nicht nur so einen Einmalkreislauf hat, sondern eben sie mehrfach verwenden kann und auch mehreren Funktionen zuführen kann. Und eines der Produkte, die da rausgekommen sind, war eine kleine Tasche und die Luisa war höchst erfreut und hat über das ganze Gesicht gestrahlt, als sie dann eben jemanden nach Hause nehmen konnte. Und dann war das eben einfach auch schön zu sehen,
was für einen Mehrwert einfach die Kinder da auch unmittelbar draus ziehen können. Und ja. Genau, also wir sind im Endeffekt durch die Erzieherin gebeten worden, also auch in der ganzen Einrichtung, nicht nur bei uns in der Gruppe, Papier mitzubringen, sodass da dann aus den unterschiedlichsten Formen und Varianten, die dann eben mit Papierabfall entstehen, dann neue Dinge dann in Zusammenarbeit zwischen Erzieherin und Kind entstehen können. Also im Endeffekt war das ein Ansaatgut, das eben für verschiedene Pflanzen beinhaltet hat, das eben Bienen anlocken sollte und dazu beitragen soll, dass eben die Bienen auch wieder mehr Nektar finden und Blumen finden, wo sie bestäuben können. Frau Turko-Haag, warum liegt Ihnen das Thema auch so am Herzen? Ja, natürlich, aber sofort, wo Sissi kam mit der Idee, habe ich sofort gesagt, ja, super, einmal was, so es wird viel geredet, aber keiner hat die Mut, was dazu zu schreiben. Natürlich unterstützen, weil, so wie die Sissi gesagt, ich glaube nicht nur in Madagaskar, aber auch in unserer Gesellschaft, wir merken auch so mit dem Klimawandel, alles trifft uns zu und auch noch dazu, die Kinder, die haben sofort mitgemacht, die waren engagiert und natürlich viele Kinder, die kennen schon von zu Hause und dann, es ist ein Thema, die uns betrifft und betrifft nicht nur heute oder morgen, es wird uns begleiten und die Generationen, die dazukommen, da sind die noch betroffen. Deswegen große Lob haben Sissi, die Mut gehabt, so ein Thema zu aussuchen und dann auch so mit einem tollen Engagement und Freude mit den Kindern zu gestalten. Und natürlich, die Kinder sind voll dabei, muss ich wirklich sagen. So, und da merkt man auch schon bei Papierschopfen alles, was mitgemacht. Und natürlich auch die Eltern, ne? Die haben sofort auch an deinen Brief reagiert. Die kommen täglich mit der Eierkarton oder Plastikschale und dann und wir werden weiter kreativer sein mit so einem wunderschönen Material. Kreativ sein, sagen Sie jetzt schon, und Papier schöpfen. Was waren denn so kreative Angebote? Ja, dass die Kinder dann lernen, dass die selbst aus Papier, die auch viel in der Tonne landet, dass die auch selber daraus ein Papier da machen. Ja, die haben Spaß dabei und die haben ja toll mitgemacht. Und das geht ja auch ganz einfach, nicht so schwierig, wie man das vorgestellt haben. Wie geht denn so Papier schöpfen? Erstmal haben die Kinder so Papier in kleine Schnipsel geschnitten und dann haben wir übers Wochenende angeweicht. Und dann haben die Kinder mit so einem Handpürierstab das Papier püriert. Dann haben wir ein bisschen in die Wanne gegossen und haben ein bisschen Wasser ja auch. Dann haben die mit der Tulpe ein bisschen gespielt, also experimentiert auch anzufassen und ein bisschen geworfen überall. Und dann haben wir mit Bildrahmen, den Bildrahmen einfach in der Wanne, also in die Masse, wo die Tulpe sind, haben wir Bildrahmen eingetaucht und dann haben wir den Wasser ein bisschen ablaufen lassen. Und dann haben wir ein Handtuch auf den Tisch hingelegt. Dann haben wir diese Masse einfach umgedreht auf den Handtuch. Dann haben wir ein bisschen gegrutscht, also mit dem Schwamm das Wasser einnimmt. Und dann haben wir wieder ein Handtuch da drauf. Und dann haben wir die Kinder mit dem Nudelholz so gerollt. Und dann war es schon fertig. Also manche Kinder haben ja Lust zu dekorieren. Da haben wir getrocknete Blumen und getrocknete Blätter, die wir im Herbst angesammelt haben, haben wir da drauf geklebt und dann haben wir am Fensterbank hingelegt zum Trocknen und fertig war's. Haben Sie schon konkrete Pläne, was jetzt noch ansteht? Ja, so konkrete Pläne gehen wir weiter mit Bastel, also das Recycling, Upcycling, dass wir ja aus verschiedenen Alltagsmaterial was daraus basteln und das für den Sommerfest dann einfach so eine kleine Bazar oder Müllausstellung von den Eltern ja vorstellen. Und die Eltern haben jetzt gar keinen Müll mehr zu Hause, weil alles in die Krippe geht.
die haben so viel wie möglich von zu Hause mitgebracht und wir haben ja auch angenommen und wir sind ja sehr kreativ, weiter zu kreieren. Merken Sie auch so eine Veränderung bei den Kindern? Sie haben schon gesagt, ja eigentlich schon, gell, dass sie es alles selber jetzt zusammensammeln. Ja, das merkt man schon und auch in der Gruppe merkt man auch schon, wie die Großen auf die Kleinen auch reagieren und sagen, hey du, wir werfen dieses Müll nicht da, sondern hier. Man merkt ja schon, dass die schon was mitgenommen haben. Und das begeistert Sie auch, was die Kinder mitnehmen, Frau Turkohak? Oh ja, natürlich. Das ist, ich glaube, der Motor für unseren Beruf, die Begeisterung und die Freude, weil durch so in diese Spiele die Kinder lernen und es ist wirklich ein Lernprozess, endet nicht heute, nicht morgen. Ich glaube, das wird die Basis für die Zukunft und ich glaube, da werden wir wirklich neue Generationen quasi begleiten auf Recycling oder auf bisschen mehr Respekt für unsere Welt. Das ist da. Und da muss man dankbar sein an die tolle Facharbeiter von Sissi, dass die Gruppe so in eine andere Situation oder auch so diese Recycling und wir sammeln alles möglich. Leere Flasche, machen wir Rasseler darauf. Wir haben ein Rassel gebastelt. Oder Creme, so Dose, wo Shampoo oder leere Flasche sammeln wir, weil das gibt's ja nicht schöner, diese Aufmache und Zumache von einer alten Dose oder alte Flasche. Das ist da so begleitet uns und die Kinder freuen sich. Es ist wirklich eine andere Art von Spielmaterialien oder kreativen Materialien, genau. Sehr, sehr schön. Und dieses Projekt wird Sie auch weiter begleiten, denke ich, weil sowas wird man auch nach der Facharbeit nicht einfach wieder einstampfen. Das wäre ja blöd. Einmal begonnen, einmal angefangen, kann man nicht mehr stoppen. Wir sind in der Mitte drinnen und das ist jetzt, das war der Anfang und das wird uns begleiten und das werden wir weitermachen, weil rauskommen wir nicht mehr jetzt. Jetzt sind wir drinnen und dann muss ich sagen, die Krippe hier macht schon, wir trennen von der Speisereste bis Plastik, Flasche, Papier, alles so. Das war für die Erwachsenen, aber jetzt endlich ist dieses Thema so fein und so feinfühlig bei den Kindern gebracht worden und das werden wir weiter. Und die Kinder, die jetzt in den Kindergarten gehen, werden weiter im Kindergarten und die Kinder, die da bleiben, werden die neuen Kinder auch begleiten, quasi als Tutor. Wo schmeißen wir das Papier oder wo kommt das Speisereste? So, das ist, na, rauskommen wir nicht mehr. Es ist ein Bereich, Sie haben das schon gesagt, der ganz, ganz viele Bildungsbereiche auch anspricht. Ja, alles von der Feinmotorik, von der Wahrnehmung, auch so bei Papierschöpfen, besonders diese auch in der Masse so greifen und auch so mit Kreativität. Und dann kommt ein Ergebnis. Die sind wahnsinnig stolz auf die Mülltonne. Die rennen und die ganze Gruppe mit der Mülltonne. Und das ist wirklich von der Konjunktive, weil die wissen jetzt, blaue Tonne für Papier, schwarze landet, alles möglich, was kein Papier ist. Das ist von der Wahrnehmung, die Erkennung. Wir sind auch bei Farbe. Jetzt eine blaue Tonne ist wirklich blaue. Das ist auch so die Farbe zu erkennen und benennen. Das ist wirklich 360 Grad. Alle Bereiche sind betroffen. Ich bedanke mich bei Sissi Raffanomizanzoa und Carla Turkohak von der Caritas Kinderkrippe im Dritten Orden. Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Kita, das heute hier das Thema. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich freue mich, dass Sie heute hier bei uns beim Kita-Radio dabei waren. Und ich habe natürlich noch den Medientipp für Sie. Der Kita-Radio Medientipp. Müll, Recycling und Upcycling. Am Beispiel Müll können sich die Kinder ganz konkret und wirklichkeitsnah selbst erschließen, was Nachhaltigkeit ist. Ein Heft mit vielen spannenden Experimenten und Versuchen rund um Plastik, Mülltonnen und Verpackungen aller Art. Dazu Selbstmachideen wie der eigene Komposthaufen, ein Naschgärtchen, das in eine winzige Ecke oder auf die Fensterbank passt und natürlich Spiele, Lieder, Klangerlebnisse und Wald- und Supermarktsafaris.
Müll, Recycling und Upcycling ist bei Kaufmann erschienen und kostet 12,95 Euro. Das war der Kita-Radio Medientipp. Mehr Tipps zum Thema gibt's in unserem Kita-Radio-Newsletter. Den bekommen Sie auf kitaradio.de. Die nächste Folge Kita-Radio gibt's kommende Woche Donnerstag ab 19 Uhr im MKR und überall, wo es Podcasts gibt.